In Neuseeland schon seit den 2000ern bekannt und vermarktet, die häufig als Wohlfühlmilch bezeichnete A2-Milch hat sich mittlerweile auch in Deutschland etabliert. Vielleicht habt ihr euch auch schon mal die Frage gestellt, was eigentlich A2-Milch ist und warum mit dieser Milch besonders geworben wird. Dann seid ihr an dieser Stelle ganz richtig. Milch besteht zu über 85% aus Wasser. Der Rest ist, in absteigender Reihenfolge, Milchzucker, die Laktose, Fett, Eiweiß und Mineralstoffe wie Calcium, Magnesium, Jod, Eisen und Vitamine wie Vitamin B12 oder Vitamin A. Das Milcheiweiß besteht zu 80% aus Casein und 20% aus Molkeproteinen. Das Casein lässt sich wiederum aufgrund seines Aufbaus in verschiedene Sorten unterteilen. Die Bezeichnung A1 bzw. A2-Milch bezieht sich auf die chemische Zusammensetzung des Beta-Caseins. Das Beta-Casein besteht aus 209 Aminosäuren, die wie Perlen in einer Kette hintereinander aufgereiht sind. Mit der Zucht hat sich auch die Milch im Laufe der Jahre verändert. Als Ursprungsmilch wird die A2-Milch bezeichnet. Sie unterscheidet sich genau an einer Stelle der Aminosäurekette von der heute üblichen A1-Milch. Während sich bei der A2-Variante an der 67. Position der Aminosäurekette die Aminosäure Prolin befindet, liegt bei der Variante A1 die Aminosäure Histidin vor. Die sich unterscheidende Aminosäure sorgt dafür, dass während der Verdauung der Milch bzw. der Fermentation zu Käse oder Joghurt ein spezielles Peptid entsteht. Dieses soll zum Beispiel Diabetes Typ 1 oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen. Eine weitere Besonderheit soll in der besseren Verträglichkeit bzw. besseren Verdaulichkeit der Milch liegen. Vor allem für Personen mit Laktoseintoleranz soll sich die A2-Milch besser eignen, obwohl sich der Anteil an Milchzucker nicht zwischen den beiden Milchen unterscheidet. Wissenschaftlich konnten bis jetzt aber keine gesundheitlichen Vorteile für gesunde Menschen oder Menschen mit einer Allergie oder Unverträglichkeit gegenüber Milchprodukten festgestellt werden. Um A2-Milch erzeugen zu können, benötigt es Kühe, die A2-Milch geben. Die Gene der Kuh sind ausschlaggebend für die Milchvariante. Somit kann, je nach Rasse und Züchtung, die Struktur des Caseins in den Ausprägungen A1A1, A1A2 oder A2A2 vorliegen. Um herauszufinden, welche Kuh welche Milch gibt, muss die gesamte Herde mit Hilfe eines genetischen Tests, Genotypisierung, untersucht werden. Anschließend kann durch geeignete Bullenwahl und eine schrittweise Ergänzung, Remontierung, auf eine reine A2-Herde umgestellt werden. Innerhalb der Milchviehrassen eignen sich Braunvieh, Fleckvieh, Jersey und Guernsey am meisten für die Gewinnung der A2-Milch. Guernsey-Kühe tragen mit über 90% den höchsten Anteil des A2-Gens.